Hallo und herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte heute das häusliche Management ansprechen. Ja, was ist häusliches Management eigentlich? Wer sich mit meiner Philosophie und mit meinem Weggefährtenprinzip schon ein bisschen genauer befasst hat, der weiß, wovon ich spreche. Häusliches Management brauchen wir, damit der Hund und auch wir zu Hause eine Struktur haben. Und aus dieser Struktur kann dann eine Souveränität erwachsen. Also wenn wir zu Hause bestimmte Regeln und bestimmte Freiheiten mit unserem Hund leben, dann kann man das auch mit nach draußen nehmen. Wichtig ist nur, dass ihr konsequent bleibt. Es gibt verschiedene Leute, die sagen, ja, also mein Hund darf nicht als erstes durch die Türe und damit mache ich klar, dass ich der Chef zu Hause bin. Naja, also es gibt auch Hunde, die gehen nicht als erstes durch die Türe und trotzdem sind sie beim Spaziergang alles andere als umgänglich. Sowohl mit ihren Menschen als auch mit anderen Hunden. Trotzdem beginnen viele Übel zu Hause. Also jedes Problem hat ja seinen Ursprung, ist meist hausgemacht. Deshalb ist es wichtig, dass ihr, wenn ihr spürt, dass zu Hause so ein paar Sachen schief laufen, sofort anfangt, diese im Keim zu ersticken. Ich gebe mal ein Beispiel. Der Hund bellt euch an, weil er sein Futter haben möchte. Jetzt lacht ihr darüber und sagt, ah ja, Moment, ich beeile mich ja, du bekommst ja jetzt sofort dein Futter. Dann lernt der Hund, eine Forderung an euch zu stellen, macht das auch lauthals und bringt euch dazu, seinem Bellen und seiner Aufforderung nachzukommen. Ihr könnt also jetzt sofort hingehen und sagen, dann setze ich mich nochmal hin und trinke einen Tee oder einen Kaffee, weil ich lasse mich von dir nicht erziehen. Wenn der Hund es nämlich schafft, euch dazu zu bringen, dass ihr euch beeilt, ihm das Futter fertig zu machen, dann bringt er euch mit dem nächsten Bellen dazu, euch die Jacke schneller anzuziehen, damit ihr schneller nach draußen geht. Und wenn der Hund gelernt hat, zu Hause die Regeln aufzustellen und die Führung zu übernehmen, dann wird er das draußen beim Spaziergang auch tun. Nicht nur bei euch an der Leine, sondern auch, wenn er frei läuft. Er wird dann andere Hunde anbellen. Er wird die Maßregeln. Er ist es gewohnt, dass er die Führung hat. Also, zum häuslichen Management gehört auf jeden Fall, sich nicht darauf einzulassen, dass der Hund euch erzieht. Ihr könnt auch euren Hund lieben und mit ihm eine wundervolle, harmonische Beziehung haben, ohne dass er in einer Hierarchie lebt, wo ihr ihm ständig zeigen müsst, wer die Hosen anhat. Wenn ihr mit euch seid, dann seid ihr automatisch auch mit eurem Hund. Ihr solltet vielleicht einfach noch mal ein bisschen mehr nach euch schauen. Sprich, euren Hobbys nachgehen oder ein neues Hobby für euch entdecken. Fahrradfahren, mal einen Tanzkurs anmelden, mal wieder schwimmen gehen, irgendwas machen, wo ihr Bock drauf habt. Setzt bitte eurem Hund Grenzen und gebt euch mehr Freiheiten. Und dann könnt ihr auch eurem Hund mehr Freiheiten geben, sowohl drin als auch draußen. Ich finde, zum häuslichen Management gehört auch, dass der Hund alleine bleiben kann. Ihr dürft das Haus verlassen oder die Wohnung verlassen und euer Hund bleibt alleine. Übt das bitte sofort von Anfang an. Und wenn ihr euren Hund schon länger habt und das klappt nicht, dann nehmt euch professionelle Hilfe an eure Seite, wenn ihr es alleine nicht hinbekommt. Aber in kleinen Schritten könnt ihr eurem Hund beibringen, alleine zu bleiben. Geht erstmal aus dem Zimmer und macht die Türe zu. Geht alleine auf Toilette, ja? Auch häusliches Management. Geht bitte alleine auf Toilette und geht auch mal ins Schlafzimmer und macht mal die Türe zu. Wenn ihr eurem Hund die ganze Zeit erlaubt, euch zu stalken, euch hinterherzulaufen, dann kann er schlecht alleine bleiben, okay? Wenn euer Hund euch die ganze Zeit in der Wohnung verfolgt und euch stalkt, wenn ihr nicht mehr alleine auf Toilette gehen dürft, wenn ihr nicht mehr alleine ins Schlafzimmer gehen dürft, dann dürft ihr natürlich auch irgendwann nicht mehr alleine das Haus verlassen.
Achtet da bitte drauf und macht das von Anfang an schrittweise, dass ihr euren Hund daran gewöhnt, dass er alleine bleibt. Er soll euch in Ruhe lassen. Ihr könnt schon auf euch selber aufpassen. Das braucht der Hund nicht zu machen. Hat er allerdings eine Verlustangst und hat Angst, euch zu verlieren, weil er gerade frisch bei euch ist, ist es genauso wichtig, dass ihr schrittweise aus dem Raum geht, aus dem Haus geht, aus der Wohnung geht. Geht einfach mal raus in den Flur, macht die Türe zu und kommt wieder rein. Macht das bitte stufenweise. Lasst den Hund nicht sofort 1-2 Stunden alleine. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der auch im häuslichen Management eine große Rolle spielt. Ich habe euch ja jetzt im häuslichen Management erklärt, dass ihr euch mehr Freiräume nehmen sollt, dass ihr auch wieder ein Stück weit mehr nach euch schauen dürft und dass ihr eurem Hund Grenzen setzt. Ja, und das ist ein Thema, was auch viele Hundehalter vergessen. Grenzen setzen, Freiheiten schenken. Ein Hund braucht Grenzen. Wenn er keine Grenzen hat, dann ist er irgendwann der Hund, den ihr euch nicht mehr wünscht. Setzt eurem Hund klare Grenzen. Beim Füttern, beim Schmusen, beim Spielen. Wenn er auf die Couch springt von alleine und ihr wollt das nicht, runter mit ihm und setzt ihm die Grenze. Setzt ihm auch schon mal verbal eine Grenze, indem ihr sagt, nein, stopp. Macht ihm klar, was geht und was nicht geht. Hunde, die sich draußen zu viele Freiheiten rausnehmen, die haben zu Hause gelernt, dass es keine Grenzen gibt. Deshalb setzt bitte zu Hause klare Grenzen. Bitte denkt daran, alles das, was ihr durchgehen lasst, wird später beim Spaziergang zum Problem. Also wenn wir bei dem Thema Grenzen sind, ja, da habe ich jetzt genau den richtigen Hund für euch. Also mal kurz zur Geschichte. Logan, eine deutsche Dogge, kam vor einigen Monaten hier ins Coaching zu einem meiner Coaches, zu der Lisa, und das war wirklich echt eine Nummer. Also draußen wollte er zu jedem Hund hin, die Leute bekamen ihn kaum noch gehalten und wir haben uns dann überlegt, was können wir mit Logan machen, damit er Kontakt zu Artgenossen bekommt. Revier für Hunde, natürlich die Hundetagesstätte, oder? Wenn sich einer mit Hunden auskennt, dann die Hunde aus dem Revier. Und Logan ist heute wieder hier. Es sind einige Monate des Coachings vergangen und er ist jetzt hier mittlerweile schon in der Hundetagesstätte angekommen, ein Teil des Reviers. Und gerade so einem Hund muss man natürlich Grenzen setzen. Und wer hat das hier gemacht? Die Hunde. Die Hunde haben ihm ganz klar gezeigt, was geht und was nicht. Und das in einer ganz normalen, hündischen Kommunikation. Und jetzt schauen wir mal, was Logan hier so macht. Logan! Hey! Hallo, alter Bekannter! Ja, da ist er, der Logan. Er wollte euch auch Hallo sagen. Am Anfang war der echt ziemlich drüber und jetzt mittlerweile ist er so verhalten und so super mit den anderen Hunden. Du bist ein Schätzchen. Uah. Da ist einiges in den Lefzen, ne? Der geht auch super mit den kleinen Hunden. Oh, kommt, wir gehen mal gucken. Ich liebe es, ne? Wenn Hunde, die keine Möglichkeit mehr hatten, mit Artgenossen in Kontakt zu gehen und dann hier im Revier für Hunde andere Hunde kennenlernen und dadurch auch die Möglichkeit bekommen, auch mal zu laufen, zu rennen, zu spielen und zu toben. Und schaut mal jetzt, ne? Ein kleiner Hund und ein großer Hund, alle zusammen. Das finde ich echt so, so genial. Ja, hier sitzt die Molly. Die Molly, die setzt auch immer klare Grenzen, ne, mein Schatz? Die Molly ist die Königin der hündischen Kommunikation, ne? Und die Königin der Herzen hier im Revier für Hunde. Ja, schaut. Jetzt gibt Logan mal ein bisschen Gas. Da, schau mal. Schau die These. Die These fällt ihm nur an. Ich will ihn so ein bisschen. Jetzt kommt ein bisschen in die. Auf Abstand halten. Und jetzt kommt die Tasse dazu, ne? Und jetzt setze ich eine Grenze. Nämlich für These. Ihr müsst euch überlegen, wenn ein Hund wie Logan draußen beim Spaziergang freiläuft und der kommt auf euch zugelaufen und ihr habt einen Hund, dann habt ihr erstmal
ein bisschen Angst. Ne? Es gibt viele Leute, die mit so großen Hunden überhaupt nicht umgehen können. Und es gibt auch Hunde, die dann enormen Stress haben, wenn so ein Hund wie Logan auf andere Hunde zuläuft. Ja? Deshalb ist es umso wichtiger, dass er jetzt hier lernt, wie er sich angemessen zu verhalten hat. Und das kann er natürlich nur, wenn er auch Kontakt zu Artgenossen bekommt. Ja, mein Schatz, ein Knutscher. Er ist süß, wir sind Schatz, du. Ja. Also sprich, Logan braucht Kontakt zu Artgenossen, um die Sprache der Hunde zu erlernen. Und wir nehmen ihn jetzt mal mit hinten zu den anderen Hunden. Komm, Logan. Komm. Die anderen sind so groß wie Logan, ne? Wenn die anderen auf dem Trampolin stehen. Finde ich ja mal interessant. Toll. Und der Picasso, der hier, der Helle hier vorne, der da, der hat dem Logan schon ein paar Mal gesagt, er soll sich bitte zusammenreißen. Weil wenn der Logan einmal losläuft, ne, mit seiner Energie, mit seiner Power, dann muss er natürlich aufpassen. Da gab es eine kleine Auseinandersetzung, das gibt es auch schon mal zwischen Babu. Schaut mal. Eine Unterhaltung zwischen Hunden. Ihr seid live dabei. Der Picasso versucht zu beschwichtigen. Kurzmann auch. Und Babu hat ausgesprochen schlechte Laune. Wahrscheinlich ist ihm jemand auf die Pfote getreten. Das kommt schon mal vor. Aber dann wird sich unterhalten und dann wird das geklärt und gut ist. Hunde sind sehr gerne sozial. Ja, also sprich, ein Hund wie Logan braucht klare Grenzen. Und er darf natürlich auch seine Freiheiten ausleben. Draußen beim Spaziergang etwas schwierig, weil, wie eben erwähnt, er läuft los, läuft auf andere Hunde zu und die Leute bekommen totale Panik. Hier kann er das lernen. Auch mit kleinen Hunden vorsichtig zu sein. Aha, Babu. Weißt du, auch wenn die Beju zu deiner Familie gehört, darf sie trotzdem mit Bootsmann spielen. So ist das. Gib Gas! Logan hat gute Laune. Logan, komm schnell. Das macht Laune. Wir haben jetzt über Grenzen und Freiheiten nicht nur bei Logan gesprochen, sondern auch bei anderen Hunden. Wichtig ist, dass ihr zu Hause und auch bei Spaziergängen konsequent seid. Denkt immer daran, wenn ihr eurem Hund zu viele Freiheiten gebt, dann wird er keine Grenzen mehr annehmen. Und wenn ihr ihm zu viel Grenzen setzt, dann wird er irgendwann ein unglücklicher Hund. Also, die richtige Balance ist wichtig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr abonniert meinen Kanal. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ich werde jetzt mal ein bisschen mit Logan schmusen. Macht's gut. Ciao.